Neue Ausrüstung verfügbar. Ich wollte eigentlich damit starten, jeder hat seinen Stein, doch das hier ist meiner. Willkommen zurück zu Marvel's Spider-Man. Hat ja noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch die Stadt. Eins meiner Lieblingshobbys. Ey, wisst ihr mal, wie lecker so eine geile Smoke-Wolke ist hier? Smoke-Wolke, genau. Smog. Gott, ich bin wieder so verwirrt. Ich bin immer noch ein kleines... Boah. Ja, ist ja... Nolita. Moment. Dann müssen wir das auch mal wieder auf hier. Ciao. Die Kämpfe werden mittlerweile auch echt ein bisschen... Yo. Friendly okay, Fire Kinder, for the win. Los jetzt! Sonst ist euer Panzer. Er schießt jetzt bestimmt auf seine eigene Seite. Panzerknacker, genau. Und immer schießen die auf mich. Warum? Genau, ich habe einmal die Elektrofäuste hier ausgewählt. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Ja, bis dann. Tschüss. Ich muss mich ganz kurz mal konzentrieren. Warte. Tschüss. Ja, genau. Schieß mir den Rücken, wenn ich hier deine Leute verprüge. Wie unhöflich. Was bist du denn? Ey! Alter, da kommt wieder einer von den Dicken. Hä? Okay. Cool. Ja, na klar. Ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst boxen soll. Ich bin noch leicht überfordert. Du kommst erstmal an die Wand. Ciao. An die McWand. Und du kriegst, was soll das noch? Y und B, gleichzeitig vor das Gesicht. Aber er liebte New York. Boah. Die Dämonen. Die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. New York, die Stadt von... Ne, ich fang nochmal anders an. New York, die Stadt der... Böser Fluch, Officer. Alter, was ist... Oh, hört doch auf, jetzt mal zu quatschen. Wieso? New York, die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, der unbegrenzt plappernden Leute. Einer davon sitzt vor dem Rechner und zockt gerade Spider-Man. Und da sind Dämonen, die gerade wieder trainieren. Ich. Was ist das für eine. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Ich entschuldige mich im Vorfeld. Was ist das für eine ADS-Stadt hier? So. Jetzt habt ihr einen gut. Moin! Was ist mit denen los? Ja, genau. Tschüss. Bud Spencer würde sich hier pudelwohl fühlen. Ja, genau. Artikulation. Och, eh kein Mensch. Ja, der mit seinem Captain America-Schild hier. Boah, warum? Ey, was habe ich euch getan? Außer, dass ich hier eine Bande von euch aus dem Leben boxe. Die Hinterschütterungen sind mein Lieblingsgeschenk. Elektrisiert. 1. Ja, Moment. Ich habe auch manchmal gelernt, wie diese Moves gehen. Oder manchmal. Nein, das war wieder falsch. Du gibst mir erstmal dein Schild. Der gibt mir erstmal seine Rakete hier. Mein Gott. Warte mal. Ich muss mich eigentlich um den kümmern. Oh, sag ich doch. Ha. Ja. Aua. Ciao. Es gibt noch einen mit Raketenwerfer. Ja, natürlich. Hier bitte. Boah, okay. Der ist einfach Insta-Rip. Der holt sich erstmal Mag-Rip vom Leben ab. Aua. Au! Fuck, gleich bin ich down. Entschuldigung. Oh nein. Gleich habe ich ein extra Leben verloren. Tschüss. Tschüss. Hat irgendwas im Dojo gesagt? Wenn man mir mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Ja, und du wiederholst dich. Genau, wie ich diese Tauben da gerade sehe. Ich habe einige von diesen Tauben schon eingefangen. Einige meine ich, 2. Das ist eigentlich ganz nice. Witzig ist dann auch, dass der Harry die scheinbar sofort auch mit Namen zuweisen kann. Da war wieder das Haus vom
Das Range. Und ich weiß einfach nicht, ich wollte jetzt eigentlich gerade davon erzählen, dass New York da die... Ah, warte, guck mal, die kann ich doch sofort... Nein, die Jagd beginnt. Die Jagd. Okay. Nice. Forschungsmarken. 3 von 12. Hervorragend. Da brauche ich ja nur noch... weiß ich nicht. So. Warte mal eben. Da ist noch eine... Boah. Komm, die nehme ich noch eben mit und dann, na, dann kann ich noch ein bisschen plappern. Ich habe den Gedanken vom Anfang immer noch nicht zu Ende geführt, weil ich in dieser Stadt einfach nicht klarkomme. Ich weiß nicht, die Stadt mag mich einfach nicht. Na, wie die Stadt Homer Simpson auch nicht mag. Wo war ich denn? Gott, Gehirn, wo war ich? Tja, die Stadt mit den unbegrenzten Möglichkeiten, das war's. Das war's, so, ja genau, Homemap. Und nicht nur das, es ist auch die Stadt mit den unendlich vielen Quests und Aufgaben. Gut und schlecht. Schlecht, wenn ich da. Ja, genau. Schlecht, wenn ich daran denke, dass der zweite Teil scheinbar noch irgendwie doppelt so groß ist und du hast dann wahrscheinlich auch doppelt so viele Aufgaben und kannst dich doppelt so viel verrennen und hast nur noch halb so viel zu sagen als. Streamer, Schrägstrich, okay. YouTuber, Schrägstrich, Mensch, der viel redet vom PC. 4 von 12 Tauben. Das heißt, wir haben ein, Spider-Man. Alter. Es fühlt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut. Howard, nicht Harry. Das bleibt sorry. Nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine, Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Ich glaube, dass unser guter alter Peter Parkplatz die Anspielung nicht verstanden hat. Alle Einheiten sofort unterstützen. Ich hasse euch einfach. Ich hasse euch. Also nicht ihr, die zuhört, sondern ihr, die da jetzt den Raubüberfall hier macht. Du hast ja dann neben den ersten... Ja, natürlich. Geh mir doch auf den Keks. Der geht mir nicht nur auf den Keks, sondern direkt auf die ganze Schachtel. Ein nices Nervplätzchen. Ja, die haben Spaß. Die haben Spaß. Ach so. Mhm. Ja. Au. Oh. Ich muss irgendwie meine Fähigkeiten mal besser nutzen. Ciao. Oh shit. Cool. Die kann ich dodgen. Ich komme einfach nicht hinterher, das zu kommentieren. Aber ihr seht ja, was passiert. Leute, die Böses tun, kriegen böse Schellen ins Gesicht. Geil, der weicht so noch aus. Tschüss. Die Dämonen brauchen offenbar Kohle. Boah. Ich brauche erstmal Zeit hier, warte. Zeit zu plappern. Ach cool. Yo. Vielleicht bin ich paranoid, aber ich glaube nicht, dass die Oscorp-Forschungsstationen sicher sind. Danke, es ist unsere Nachbarschaft. Ich sorge nur für Frieden. Was, du wohnst hier? Oh mein Gott. Wo denn? Die Dämonen. Gott im Himmel. Was soll ich denn hier machen? So, jetzt wo ich Zeit habe zu plappern, da fällt mir nichts mehr ein. Hervorragend. Bevor ich da ankomme, kommt eh wieder eine Bande um die Ecke und macht irgendeinen Scheiß. Tja, aber in dem Spiel merkst du auf jeden Fall Multitasking. Lernst und lebst. Ich hab's gewusst. Hab ich's nicht gesagt? Ich jedes Mal 1 Cent kriegen würde, wenn ich den Überfall aufhalte, dann wäre ich in 3 Sekunden. Okay, Kinder! Milliardär. Los jetzt! Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg! Warte kurz. Ich mag die Dinger. Die sind so richtig schön unfair. Oh. Hoppala. Ach, Kerl. Ey,
Du drehst dich jetzt erstmal. Schädeltrauma. Und du kriegst ein Schädeltrauma. Und du kriegst ein Schädeltrauma. Tschüss. Aua. Gott. Boing. Yo, er mischt mit im Nahkampf. Ciao. Jetzt werde ich mit dem Spiel irgendwie fertig. Yo. Guck mal, der kann das auch. Oh Gott. Kriegst du erstmal so einen 200 Kilo Maskenmensch vor die Nase? Ach, da schießen die auch weit. Ach so, der lebt noch. Ja, klar. Ja, genau. Oh, oh. Komm, du drehst dich nochmal eine Runde. Was soll das denn? Denke, das war's. Alle okay? Die Dämonen kämpfen wie besessen. Außer der hier. Die Dämonen kämpfen wie besessen. Ha, das passt doch. Das ist ein höllischer Ausdruck. What a hell of a Witz. Was soll ich denn hier? Toll. Wo ist mein Kaffee? Consolidated Shipping. Konsolidierte Schiffe. Ganz Jeff, genau. Ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Das sieht gar nicht gut aus für die Kollegen. Also für die nicht und für die leider auch nicht. Ja, das dann nochmal. Ich kann ja hier gucken. Genau, der ist sicher zu. Und zu Berinskin. Du kommst erstmal hier. Boing. Jesus. Sorry, Moment. Ja, verschluck dich am Kaffee. Oh Gott. Dieses makabere Geräusch, wenn die mit dem Gesicht gegen diese Stahlträger kommen. Delicious. Wo ist er denn? Ach da, guck mal. Tschüss. Oh, der durfte gar nicht mit dem Kiefer gegen die Stahlträger. Der war sicher? Yo. Okay. Der ist auch sicher. Ja gut, wenn du das sagst. Habe ich scheinbar kein Mitspracherecht. Und der ist ebenfalls sicher. Na gut. Ja, genau. Tritt in die Luft. Scheiß Luft. So. Noch wer ohne Spinnenfahrkarte? Jo. Ne. Das klappt von hier nicht. Dann schwingen wir uns mal dahin und du kommst an den Stahlträger. Na, erstmal die Wäsche in der Sonne trocknen, beziehungsweise die Lappen. Wo muss ich denn hin? Okay. Den lasse ich doch mal alleine mit seinem Stahlträger. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Wow, hier muss ich kämpfen. Aber da setze ich die unfairen Handschuhe ein. Ich kann die gar nicht vom Gebäude werfen, Mist. Das finde ich jetzt aber ein bisschen unfair. Tschüss. Ah! Hi, Willy.
Netter Overall. Macht echt Schlangen. Er hat sich sogar so ins Bild gedreht. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich dir vielleicht. Wow. Das heißt ja, er muss ja einen gehabt haben, der das gerade filmt, damit er sich so episch ins Bild drehen kann. Schurken vor anderen Schurken retten. Ach, die ich muss ich... Ich hab mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Okay. Ja, so ein bisschen. Ich nenne das Dienst. Achso, und die muss ich... Achso, ja, die sind jetzt tatsächlich in meinem Team. Du kommst erstmal wieder an den Stahlträger. Oh. Ich dachte, der wäre sicher. Ey, das Spiel hat mich verarscht. Das finde ich jetzt aber ein bisschen unfair. Du gehst jetzt mal in die Luft. Ja, der andere auch. Okay. Wow. Warte doch, warte doch. Wieso? Ja, natürlich. Okay, das macht Spaß. Ich muss mich doch mal konzentrieren. Mist. Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Welche beiden? Ach die, ja klar, das sind ja auch Fisks-Leute, die werden jetzt hier auf jeden Fall warten. Tatsächlich. In Ordnung. Okay, ey, das ist Soap von Call of Duty. Nice. Endlich. Ich wollte den schon mal treffen. So, wo ist denn der nächste vom Fest? Gute Nacht. Ufa. Ja. Ciao. Oh, der macht echt den Schausigen. Den Schausigen vom Hausigen. Oh. Tschüss. Ja, mach dich mal vom Staub. Vom Staub, mhm. Ich bin schon so überfordert, dass ich die ganzen... Ich schwinge besser außen herum, um nach Pistmännern zu sehen. Ja, ist ja gut. Ich weiß noch nicht... Ah. Jetzt heißt es Ruhe ins Spiel bringen. Das ist einfach zu viel. Warum muss ich denn... Ach, da oben. Ja, Moment. Von 0 bis 10. Wie sehr merkt man, dass ich überfordert bin? Endlich aus der Sicht. Ja, aber da ist doch noch einer von... Wo ist der denn? Hä? Versteh ich nicht. Ach, da ihr... Nee, da oder... Wird er nicht einfach hier durch die Tür können? Oder... Nee. Manchmal meint, dass man hier durch kann. Hä? Ich blick's nicht. Ja, die beschießen sich da jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Ach so. Das war jetzt so einfach. Moin! Ja. Moment, Moment! Der noch! Die noch! Schilde! Als Maskenheini hat man es auch echt nicht leicht. So mit gebrochenem Genick auf jeden Fall noch ein bisschen weniger. Du gibst mir jetzt erstmal dein Schild. Boah. Du musst die Überlebenden schnell finden. Die Überlebenden. Glaubt ihr, Fisk wird euch nicht finden? Ihr seid so gut wie tot! Ups. Er kann nicht fliehen! Fisk wird euch töten, er wird euch umbringen!
Ja, eine sehr brutale Schlacht statt und alles. Jo, ciao. Ja, so, tschüss. Und der fliegt natürlich auf die andere Seite. Hervorragend. Ich wieder hoch. Glaubt ihr, Fisk wird euch nicht finden? Ihr seid so gut wie tot. Er kann nicht fliehen. Fisk wird euch töten. Er wird euch umbringen. Wow, diese leeren Drohungen. Der bringt einen ja schon um, indem er sich auf einen draufsetzt. Moin. Gefahr, alles Gefahr. Yo. Warte mal eben. Vielleicht sollte ich mal eingreifen, aber... ich warte noch ein bisschen. Der ist auch eine Gefahr, wa? Hatte da noch einer? Nope. Schlaf schön. Moment, was kann ich damit machen? Nein, das hätte ich vorher machen können. Mist. Ja, auch wenn er jetzt gerade mit den Rotorblättern da viel zu nah dran vorbeigeflogen ist, das kann... Hey, Dickerchen. Ja, das ist ein Dickerchen, das ist richtig. Weiche den Schockwellenangriffen der Dämonenbrecher aus. Schwäche Dämonenbrecher mit Geräten, Netzen und Wurfobjekten. Und mit Mülleimer. Da kommst du gleich rein. Ey, der ist einfach tot. Tschüss. Ja. Boah. So, geht mal kurz einen Moment. Erstmal ein paar Liter Diesel nachtrinken hier. Uff. Tja, wenn du jetzt Höhenangst hast und dann, ne, so da an der Seite hängen würdest, das wäre nicht so ganz cool. Für den. Und ich darf da hoch. Bitte. Ich bin kein Verräter. Oh doch. Verräter am Volke. Moment. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Alles okay? Ja. Ja, danke. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Ja, ich meine, was ist an, ne? Schau auf dem Dach nach, falsch zu verstehen. Das ist der Martin. Der ist schon so dermaßen verdächtig. Bitte! Hallo nochmal. Oh nein, ist es Jeff Bezos? Ja. Oder man soll nur glauben, dass der das ist. Plötzlich sein Zwilling. Ach, komm schon! Nein, 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 nein! So groß ist, dass er erstmal in einer halben Stunde umfällt. Ah, Moment. Gut, dass ich mittlerweile weiß, wo die Tasten sind. Könnt ihr bitte die Kamera ein kleines bisschen ruhiger halten? Das wäre hervorragend. Oh, nee. Wow. Ich hab jetzt einfach mal komplett auf alles gedrückt. Boah.
Ist das echt passiert? Boah. Ja. Ja, leider. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Ey, die Wassertürme habe ich erst repariert. Bitte, lass mich das schaffen. Drecksack. Für Leute, die ganz plötzlich doch einen Spontanbalkon haben möchten, der macht Wünsche wahr. Oh nein, jetzt ist es nur noch Ohren. Ha! Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst ihn runterholen. Irgendjemand muss das ja tun. Kannst du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Und dann biegt er noch ab, ohne zu blinken. Warte doch! Oh oh. Okay. Oh nein, er ist durch das Starbucks geflogen und also yay! Yeah. Hoffentlich überlebe ich das. Ach, überbewertet. Survival is mandatory, suffering is optional. Ja, schieß auf mich, welche. Hi, ist das die Maschine nach New York? Nee, nach New York. Und er wirft den ins brennende Gebäude einfach. Zurück. Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Geil, um sich zu... Okay. Oh. Muss die Motoren des Helikopters deaktivieren. Warte noch! Nein! Wow. Was ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Warte, warte! Na, easy. Ein Motor ist aus, jetzt der zweite. Erstmal heilen, bevor mich hier gleich umbringen tut. Au! Hehehe. Ich muss den zweiten Motor deaktivieren. Easy. Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Ja, für einen Schaukeltrick. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Oh, okay. Wow. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Sturmtruppler-Masken. Cool, danke. Haben die eine Website? Ups. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Die alte Grinsebacke. Ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu Dads Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. Glückwunsch von unbekannter Nebencharakter. ...2500 P hart verdient. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Ich meine... Hast du irgendwo in den letzten
10 Stunden nicht in die Nachrichten geguckt, was hier passiert ist? Offensichtlich nicht. Und schon wieder. Ich drücke einfach immer auf Start. Gott, ich möchte hier in die Fähigkeiten rein. 2 Punkte habe ich noch. Die ganzen Sachen werde ich irgendwann eh freischalten, denke ich. Geoffene Objekte fügen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Das macht Sinn. Halte ein bisschen gedrückt, um mit Waffen mit erschütternder Wucht auf Gegner zu werfen. Das macht auch Spaß. So, sorry. Da kam wieder ein Stück. Ja, da ist er wieder, der Stück Kaffee. Der Schluck Kaffee. Langsam die Zeit, bevor du einen tödlichen Treffer einsteckst und gib dir eine letzte Chance zum Ausweichen. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Das reicht mir doch. Die Abrechnung. Jo. Das kann ich später auch einsetzen. Und wo wir gerade schon bei später einsetzen sind.